Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Den Typ halte ich mal auf. Wir sind in der Alarmbereitschaft. Ja, danke fürs Gespräch. Wie dem auch sei, willkommen zurück. Heute ist Freitag. Ich habe einen Gast in der Leitung natürlich. Und dieser jene darf sich natürlich vorstellen. Hallo, der Yo-Yo Eel Umbrella ist auch hier in Final Fantasy zu Gast. Der ist auch in der Alarmbereitschaft. Sehr schön, ja. Muss zugeben, in einer etwas späteren Stunde habe ich dich da ziemlich spontan jetzt eingeladen. Aber wir werden trotzdem Spaß haben, glaube ich. Ich glaube, der Junge hat was dagegen, dass ich seinen Blitzball weggeschossen habe. Ich weiß auch nicht, warum Titus das jetzt gemacht hat, aber okay. Ja, da bin ich auch sauer. Ja, du darfst den Jungen einfach mal sprechen, so. Ey, was soll das? Das war mein Ball. Tja, es tut mir leid. Noch irgendwas, oder? Der ist aber ganz schön weit geflogen. Du hast was drauf. Ja, siehst du mal. So, hey, warte. Hol mir den Ball Gegner zurück. Ja, neue Mission, ne? Ball zurückholen. Ja, die Gegner kennen wir natürlich schon zu Genüge. Aber wie gesagt, wenn ich einen Gast in der Leitung habe, dann lasse ich die drauf, denn wir haben ein bisschen was zu quatschen. Und ja, Final Fantasy X, die Standardfrage, die jeder abbekommt, natürlich auch du. Was hältst du bisher denn davon? Oder hast du es schon davor gekannt? Oder generell? Oder magst du es überhaupt? Ja gut, also ich werde hier auf jeden Fall nichts Falsches sagen, sonst werden mich gleich erst die Hälfte hier hassen. Aber gut, ja, wie es natürlich mein Name schon sagt, ich habe natürlich mein Augenmerk auch auf andere Spiele hauptsächlich auch gerichtet. Mhm. Aber ich habe jetzt auch mal Final Fantasy X eine Chance gegeben, das groß angekündigte Rollenspiel hier auf deinem Kanal. Mhm. Ich muss sagen, also momentan gefällt es mir auch schon richtig gut. Besonders ja, von der Story und so ist es natürlich auch sehr interessant. Und auch so teilweise von den ja, Sequenzen, so von den Musikstücken und so, hat mich das teilweise echt schon, ich sag mal, mitgenommen. Also teilweise schon sehr gut gefallen, ja. Okay, das freut mich doch. Genau im richtigen Moment haben wir auch die Gegner geschlitzt. So, jeder kriegt Erfahrungspunkte. Ja, freut mich, dass sich auch die Leute, die das Spiel noch nicht so wirklich kennen, dass die damit ja auch ein bisschen warm werden. Ohne mich werden sie sind nicht. Okay, das scheint irgendwie ein bisschen konfus. Ich glaube, ich gehe vor Sinn drauf. Das wäre schlecht. Würde ich vermeiden an deiner Stelle. Ja, es wird gemunkelt, dass der ein oder andere Final Fantasy X noch nicht kennen sollte und ich zähle mich leider mal dazu. Ja, aber was soll's. Ein Grund mehr ist Let's Playen und den Leuten zu zeigen, sage ich mir da nur, weil dieses Spiel, das muss man einfach kennen. Endlich sehen wir übrigens den Gegner, den ich euch die ganze Zeit zeigen wollte. Der Typ rechts, der hat mir nämlich diesen Flammenskill gegeben. Und ja gut, die Bombe an sich kennen wir schon. Das ist eine ziemlich böse Konstellation gerade, muss ich zugeben. Deswegen versuche ich die relativ schnell loszuwerden. Ich überlege gerade, wie. Ich habe eine Idee. Nee, aber erst müsste ich jeden mal kurz anspielen. Nee, warte mal. Ich werde da ein bisschen mit Items um mich hauen. Das ist mir alles. Das sieht alles so knapp aus und so böse. Ja, was hältst du denn von dem Kampfsystem? Das ist ja gut rundenbasierend, trifft es nicht ganz, aber wie man sieht, man kann sich unglaublich viel Zeit lassen für seinen nächsten Zug. Also in der Hinsicht ist es ja doch schon irgendwie rundenbasierend. Ist das so dein Ding oder sagst du ja eher auch, nee, ich mag eher so ein bisschen actionreicheres Kampfsystem? Ach, ich muss sagen, früher war ich schon eigentlich mehr der Fan, der wo etwas mehr, ich sag mal, Action haben wollte. Da war ich jetzt nicht so der Freund von rundenbasierenden Spielen. Aber mittlerweile mit solchen ja, storylastigen Games, sag ich mal, ist das für mich eigentlich gar kein Problem mehr. Mhm. Und allein hier kann man zum Beispiel auch schon wieder taktieren, sag ich mal. Denn ja, ich sag mal zum Beispiel, jede Handlung oder so, jeder Angriff, da wird natürlich dann auch, wie du mal erklärt hast, berechnet, ja, wer als nächstes dran ist, also wie lange der Angriff braucht. Ja. Das finde ich, ist dann auch schon wirklich mal gut gelöst, sage ich mal. Mhm, auf jeden Fall, eine schöne Sache. Die wird später, das merkt man jetzt noch nicht so richtig, aber später wird es richtig wichtig, dass man da schon drauf achtet.
das gefällt mir nicht. Dass man da schon drauf achtet, wer wie wann dran ist und das auch ein bisschen ausnutzt. Ansonsten kann es böse enden. Ja, da war ich auch etwas überrascht, dass es eben diese altbewährten TP-Balken nicht mehr gibt. Mhm. Aber haben sie wirklich gut gemacht, muss man sagen, ja. Auf jeden Fall. So, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, jeder war dran. Ich spiele lieber nochmal Auron, weil ich gerade so ein bisschen unsicher bin. Feuertypi würde ich sowieso gerne noch loswerden, bevor ich das mache, was ich vorhabe. Denn ich würde gerne wieder meine Ekstasen vorbereiten für schlimmere Battles. Oh ja, das wäre angebracht. Ja. Denn, ja, es kann nur schwerer werden, kann man so sagen. ja, schweifen wir doch mal ein bisschen ab. Was machst du gerade auf deinem Let's Play-Kanal? Ja, auf meinem Let's Play-Kanal, da geht's ja jetzt auch endlich wieder los, nachdem mein PC aus der Reparatur zurück ist. Yay! Ja, endlich wieder. Und, tja, momentan sind da immer noch nicht so viele Projekte am Laufen, weil einfach immer noch so das zeitliche bisschen das Problem ist. Naja, wird auch irgendwann mal anders. Momentan habe ich ja mal überlegen, The Walking Dead 2 ist ja nach wie vor noch auf meinem Kanal. Da ist er jetzt auch für Episode 2 sind die deutschen Untertitel, also die, ja, genau die Untertitel erschienen. Wird es da auch endlich bald wieder weitergehen? Und ja, ich habe dann auch noch mit Still Life angefangen. Das darf ich ja jetzt momentan noch nicht bei dir gucken, weil ich es mir blind ansehe. Ja, ne? Man will es ja nicht spoilern, das ist dann klar. Kenne ich. Ja, auf jeden Fall mal, ich sag mal, ein Erlebnis, sowas auch mal blind zu spielen und blind zu Let's Playen vor allem. Gefällt es ja gut bisher? Ich habe jetzt noch nicht so viel aufgenommen, aber ja, es gefällt mir auf jeden Fall gut. Einfach so von der, ich sag mal, von dieser Stimmung, von diesem... Ja. Ja, man kann es jetzt nicht gruselig nennen, aber... Ist einfach düster, dieses, ne? Ja, ebenso, dass man... Dass es um einen Mordfall geht und alles, das... Gefällt mir schon sehr. Kann mir vorstellen, ja. Na, das gefällt mir auch sehr. Bin ja schon ein Stückchen weiter. Ich glaube, allzu groß ist es bei mir gar nicht mehr, aber ich habe schon ein bisschen neu lieb gewonnen, muss ich sagen. Es ist schon echt lange her, dass ich damals gespielt habe. Wobei, da kommen echt Rätsel auf dich zu, da... Ja, ich habe es teilweise aus dem Part-Namen herausgelesen. Ja. Oh Gott, was wird danach auf mich zukommen? Ja, das kann böse enden, glaub mir. Ja, ich hatte da schon im, ich glaube Part 2 hatte ich schon irgendwie so ein kleines Hängerchen, sage ich mal, weil ich schon wieder irgendwas übersehen hatte. Man denkt sich, man guckt sich überall um, man denkt, man hat alles gesehen, alles gecheckt, aber nein, man hat was übersehen. Da können natürlich so Kleinigkeiten kommen und das ist dann ganz böse. Oh ja. Und dann habe ich wieder mit dem herumgespielt und habe ich da nochmal geguckt und man ist nicht drauf gekommen. Ach, das ist natürlich besonders, sage ich mal, in einem Let's Play schon ärgerlich, weil man will ja auch weiterkommen, man will ja auch was zeigen. Genau, das ist bei, gerade bei Adventures ist das ganz schlimm, weil an sich stürzt kein Mensch, ne? Also mich nicht, wenn ich da ein Rätsel oder so lange brauche, was soll's, ne? Aber wenn man weiß, man zeigt das gerade und dann ist immer so ein indirekter Drang dahinter, dass man halt relativ flott vorwärts kommt. Das ist wahr, dass man was zeigen will, dass man ein bisschen Fortschritt haben will. Ja, gerade bei Adventures ist das immer wieder der Fall. Das stimmt. Ja. So. Auch bei Amnesia war es ja gerne mal so, da war eben auch ein Blind-Projekt und da gab es nun mal auch so ein paar Stellen, wo ich nicht so wirklich darauf gekommen bin oder irgendwas übersehen habe. Da war das Gebiet ja gerne mal relativ groß, da kann man natürlich leicht was übersehen. Ja, das stimmt. Oder einfach nicht darauf kommen, was denn hier zu tun ist. Genau. Da habe ich ja auch teilweise unglaubliche nervige Fails gehabt, muss ich zugeben. Oh ey, ich denke nur an diese blöde Zelle. Oh. Der Fail blieb dir ja erspart, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da hast du dich ja relativ besser angestellt. Das ist eigentlich ganz interessant. Da bin ich sogar auf anderen Weg rausgekommen wie du. Weil du stimmt. Du hast dich durch die Zelle da, durch diese kleine Öffnung irgendwie wohlgemerkt gezwängt. Ja. Und ich habe dann ein bisschen an der Zelle herumgesucht und dann eigentlich kurze Zeit darauf später ja die Mauer ein bisschen abgetastet.
und habe dann endlich eigentlich ziemlich schnell entdeckt, dass da eine brüchige Stelle ist, die man mit Hammer und Meißel ja aufbekommt. Ja, aber ja krass, ne? Keine so. Angst, ich hatte an anderer Stelle wieder meine Probleme. Ja, habe ich so halbwegs mitbekommen, habe ich ja immer wieder reingeguckt. Es war schon lustig, also. Ja, sehr doch. Empfehlenswert auf jeden Fall. Hat mir auch gefallen. Mhm. Tja, ich bin schon gespannt, wie es bei Walking Dead 2 weitergeht. Ja, genau. Bei dir wird es ja auch noch etwas dauern. Also momentan ist ja an Videos und Projekten alles voll bei dir. Alles voll, ja. Und vor allem eine ganz starke Rollenspiel-Affinität gerade, die irgendwie so, ja, eigentlich fast zufällig entstanden ist. Wollte ich eigentlich so in der Hinsicht gar nicht so extrem. Aber ja, Dark Souls, Final Fantasy X im gleichen Monat erscheint, das hat es halt schon fast entschieden. Das kann nicht gut gehen. Mhm. Aber klar, Walking Dead, da wollte ich eh damit warten, bis sämtliche Episoden auf Deutsch raus sind, weil ich würde durchdrehen, wenn ich da warten müsste zwischendurch. Das will ich nicht. Glaube ich. Deswegen ja. So, Titus ist bereit. Aber ich glaube, Juna, irgendjemand war jetzt noch nicht. Ich glaube, Juna habe ich gerade außen vor gelassen. Ach ja, ich habe ja Beten gegeben. Beten regeneriert die HP der Gruppe. Und zwar auf alle. Nicht viel, aber kostet nichts und ist eine Aktion. Somit kriegt sie Erfahrungspunkte für den Kampf. Ist besser wie verteidigen, würde ich einfach mal sagen. Ja, absolut. So, Titus darf jetzt seine Ekstase raushauen. Tja, ob ich heute den krieg. Parasite Eve ist ja auch noch als weiteres, sag mal, Rollenspiel. Hier, also. Genau, Parasite Eve kommt ja auch noch dazu. Ja. Chrono Trigger als im Retro-Bereich, also es ist gerade alles. Stimmt. Ja, es ist eigentlich nur Rollenspiel gerade, es ist extrem. Naja. Ach, mir gefällt's mal was anderes. Aber die Horrorspiele, die kommen bald wieder, so viel ist sicher. Ja, das ich freue mich schon. Ich freue mich schon riesig auf, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, oder was? Na? Teil 2. Überlegen. Mir fällt jetzt der Name natürlich. Horrortechnisch ist Project Kamera. Zero zum ja, Beispiel. Treffer. Okay. Mir ist eingefallen. Genau, Project Zero 2. Auf das freue ich mich ja auch schon riesig. Ja, hätte ich eigentlich auch schon gemacht, wenn nicht Downfall dazwischen gekommen wäre, das ich unbedingt vorschieben wollte. Oh, ach ja, warum nicht? Böse Konstellation hier. Hat ja eben auch gut zu Cat Lady noch gepasst, weil das ja... Ja, gerade im Anschluss hat es halt so schön gepasst, weil ich das dann so frisch gefunden habe. Und ich war selbst so heiß drauf. Ich muss da... Das ist mir halt auch wichtig, dass ich halt wirklich nur das mache, was ich auch gerade selbst unglaublich Bock drauf habe. Ansonsten wird man es mir wahrscheinlich anmerken, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, das klar, das muss ja nicht sein. Nein, überhaupt nicht. Oh, yes. Ich habe gerade Angst vor diesen Gegnern, ehrlich gesagt. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt. Das ist die fieseste Konstellation, die es eigentlich gibt gerade. Die zwei Bomber und der Typ, der so viel aushält. Und Walker immer noch mit 0 MP, der kann keinen Blind schalten. Sollte ich vielleicht ändern. Ja, können Sie gut angreifen. Auron hat relativ viel. Ja, super, dann kann ich den jetzt nicht. Das ist gerade alles ein bisschen gefährlich. Mit zwei Leuten. Ja, allerdings. Oh, aua. Oh, okay, Auron, der Exhase, bitte lasst ihn leben. Ich hab Angst. Ich bin tot. Scheiße. Ach ja, je. Ja, das ist jetzt schlecht. Das ist. Ja. Die haben böse reingerotzt, meine Güte. Ja, das kann am Anfang des Spiels noch relativ schnell passieren, weil da ist man halt noch nicht wirklich irgendwie overpowered oder da ist man noch ziemlich underpowered sogar. Und dann stirbt man und, ja, folglicherweise letzter Speicherpunkt ist ein Weilchen her. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich nämlich ein bisschen viel nachspielen, aber in einem Gästepart kann ich jetzt nicht sagen, ja, bis nächstes Mal, das wäre ein bisschen blöd. Andererseits... Ja, ärgerlich. Ja.
Ja, Mensch, hast du morgen Abend so kurz nach 8 Uhr noch ein bisschen Zeit? Ist rein zufällig? denke schon. Gut. Ich glaube. Also normalerweise schon, und wenn nicht, ist ja auch kein allzu großes Problem, denke ich mal. Okay. Weil dann würde ich es einfach mal vorschlagen, alles, was ihr bisher gesehen habt, werde ich ganz brav nachspielen. Und vielleicht auch ein bisschen zwischenspeichern zukünftig. Ja, man muss ja auch mal was dazulernen, also. Ja, ja. Und ja, und dann sehen wir uns an der Stelle, wo wir gestorben sind, ungefähr mit dem gleichen Gast wieder. Also für euch ist das überhaupt nicht schlimm. Nur für mich ist es ungefähr eine Stunde, die ich verloren habe. Aber hey, was soll's? von daher kein Problem. Wir sehen uns an der gleichen Stelle wieder. Noch in diesem Part. Dann haben wir auch nochmal so eine Viertelstunde. Okay. Ja, das war's jetzt erstmal für uns. Also für uns ist jetzt erstmal eine Pause. Deswegen... ja, sagen wir einfach bis gleich. Genau, bis dann. Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ja, wir sind ja mitten im Part und ich begrüße euch mal wieder so, als wäre es ein Frischer. Ja, an meiner Seite ist immer noch der Jojo, hallo. Hallo, ja, heute ein bisschen ausgeschlafener, so wie, nicht so wie in den letzten Minuten. Ja, ne? Faszinierend, innerhalb von wenigen Minuten sind wir ausgeschlafen. Ja, und innerhalb weniger Minuten habe ich das Ganze, was ich verloren habe, auch nachgelevelt. Ungefähr an der Stelle sind wir ja gestorben und jetzt sind wir wieder zurück. Und ich werde es diesmal mir zu Herzen nehmen, nicht zu sterben. Es hat sich nicht viel verändert. Ich habe ein bisschen mehr Ekstasen wie das letzte Mal voll gemacht für den Fall der Fälle. Und dafür habe ich ein bisschen weniger Level, weil ich deutlich weniger Ability-Spheroiden bekommen habe. Das war ein bisschen Pech. So, und bevor das wieder knapp wird, werde ich erstmal die Leute hier dezimieren. Also die Gegner. Ja, hatten wir noch ein gewisses Thema, oder wo wir unterbrochen wurden, oder war mal so in der Regel durch? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Also das ist schon wieder so lange her. So ein ja, schlimm, Tag. Ne? Ja, gut, dann... Aber ich denke mal, dieses Mal sollte es ja jetzt nichts mehr schief laufen. Also Ekstasen sind ja alle voll... Ja, also daher. Fast alle, wie man sieht. Ich werde sie in dem Notfall natürlich benutzen. Aber daran merkt man, dass der Schwierigkeitsgrad eigentlich relativ gut ist bei... Also ich finde, er ist jetzt nie unglaublich zu einfach oder so. Mhm. Aber er ist jetzt auch... er ist auch nie unfair. Gut, wenn man spezielles Extra-Zeug machen will, dann hat man schon seine fetten Herausforderungen. Aber das soll es ja auch sein bei Sidequests und so, ne? Absolut. Ja, du meintest ja auch, man ist am Anfang auch noch eher, ich sage mal, unterlevelt. Mhm. Also ich denke mal, das trifft hier ja auch noch zu. Und das stimmt, ja. Hat man halt noch ein bisschen zu knabbern an den Gegnern, aber was soll's. Also ich denke mal, dafür kriegt man ja eben gut Level, gut Punkte. Richtig. Und kann's weitergehen. Ja, ich sehe gerade, dass mein Handy fast leer ist. Es hat gar nicht aufgeladen, wie ich dachte. Naja, egal. werde ich gleich ändern. Ja, das stimmt. Irgendwas wollte ich jetzt dazu sagen. Und mit wem wollte ich jetzt noch, wen wollte ich noch in die Gruppe holen? Na, ich glaube, es war jetzt jeder dran. Von daher egal. Ja, was ich auch mal fragen wollte, was hättest denn du eigentlich so von diesen Zufallskämpfen und so, sage ich mal? Oder auch so diese rundenbasierenden Kämpfe? Bist du jetzt da mehr der Freund davon oder magst du es lieber anders? Kommt immer drauf an, wie sie es inszenieren. Mhm. Also bei Final Fantasy X finde ich es absolut in Ordnung mit Zufallskämpfen. Ich mag Zufallskämpfe. Ich mag auch die sichtbaren, kein Thema. Das Einzige, was ich nicht leiden kann, ist wie in so einem typischen Tales of, wenn da... also gut, gilt vielleicht nicht für jeden Tales of Teil, aber als ich damals Tales of Phantasia gespielt habe und jetzt bei Tales of... auf Destiny merke ich es auch gerade extrem, dass da die Gegnerwiederholungsfrequenz einfach viel zu hoch ist. Das macht keinen Spaß, sowas. Also, wenn man da wirklich drei Schritte läuft und der nächste Feind kommt, das ist furchtbar. Ja. Gerade deswegen, muss ich sagen, bin ich da nicht so der Liebhaber davon. Mhm. Also da ist es mir lieber, wenn beispielsweise auf, zumindest auf der Karte oder so die Gegner angezeigt werden, dass man sagt, okay, man macht sie oder man macht sie nicht. Denn, ja, ich denke mal, in den meisten Fällen wird man sie ja nicht ignorieren. Und sollte man sie ignorieren, dann hat man natürlich irgendwann mal Pech, sag ich mal, weil man einfach unterlevelt ist. Genau. Mhm. Also, es gibt eigentlich keinen drin. Das stimmt. Es gibt ja manchmal so... Oh,
jetzt hat er mich schon wieder totgehauen, ey. Manchmal gibt es ja so gewisse Items, womit man die Wiederholungsfrequenz runterschrauben kann, aber ich weiß nicht, das ist dann auch nicht so mein Ding. Also am liebsten ist mir eigentlich schon, wenn man so wie ein Chrono-Trigger zum Beispiel die Gegner sieht. Das finde ich sehr angenehm, muss ich sagen. Dass man so ein bisschen selbst entscheiden kann, man greift jetzt an oder nicht. Hin und wieder wird man mal reingezogen, weil einfach die Gegner angreifen. Genau, ist da eigentlich wirklich ganz gut gemacht, ja. Das stimmt, ja. Das Blöde ist jetzt übrigens, dass ich mit Yuna kein Engelzauber mehr habe, weil, wie gesagt, die Ability-Spheroiden haben nicht mehr ausgereicht. Also ich bin nicht so weit vorgedrungen, wie wir es das letzte Mal gesehen haben. Ist ein bisschen ärgerlich, aber wir kriegen das schon hin. Wir haben jetzt nämlich die letzte Phönixfeder gerade benutzt, habe ich gesehen. Ich freue mich dann aufs Shopping. Wir haben es bald geschafft. Also wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Es gibt ja einen Trick, wie man... Was heißt ein Trick? Es gibt eine Taktik, wie man nicht unter Ability-Spheroiden hier sparen muss. Und zwar, wenn man diesen Ability-Schlag sich holt, dann hinterlässt jeder Feind das, wenn man ihn damit gekillt hat. Ich bin jetzt aber darauf leider nicht gegangen. Es wäre vielleicht eine Überlegung wert gewesen. Ja, eigentlich gar nicht so doof, ja. Ja, eigentlich nicht. Oh, und ich sehe gerade, ich bin noch online. Naja, gibt Schlimmeres. So, okay, weiter geht's. Da hinten kommt man irgendwas Neues. Den kannst du reden. Ich sehe zwar nicht, was er ist, aber egal. Ich glaube, ein Mann. Mit guter Ausrüstung geht nicht schief. Nimm das hier. Ach ja, der hat das gehört, dass ich shoppen gehen will, deswegen ist er so nett. Ich will auch mal auf die Straße gehen und gucken, ob mir die Leute irgendwie Geld zustecken oder so. Ich würde mir Gedanken machen, wenn sie das so machen. Ne? Ja, irgendwie schon. Na, hierzulande müsste man das dann hinterfragen. Gott, warum macht er das? So, das ist mal eine angenehme Konstellation, die kann man ja weghauen wie nix. Ja. Klar, ein Schlag und weg. Ich finde die Animation einfach so süß, ich muss es immer wieder mal tun, auch wenn es nichts bringt. Auch wenn es nichts bringt, ja, das stimmt. Ja, es hat sowas. So, komm dann, schmeiß doch mal ein bisschen mit Potions. Dafür haben wir es ja. Luna darf mal eine Runde beten. Ja, der Gegner wird sich schon denken, was machen die so lange? Was warten die denn noch? Ja, ne? Ist manchmal ein bisschen lustig. Aber naja, ich nehme an, wenn du es spielen würdest, würdest du es ähnlich tun, ne? So, dass jeder drankommt, oder würdest dich also auf drei Charaktere versteifen? Mit den Leveln? Nein, also denke ich mal, ist ja nicht der richtige Weg. Mhm. Obwohl sie dann, ich sag mal, drei Charaktere leveln dann natürlich, denke ich mal, ein bisschen schneller, oder? Das stimmt, ja. Ist ja immer ein Gemachs hier, merkt man ja. Aber so hat man natürlich einfach ein bisschen die Auswahl, so dass man bei den Gegnern, ich sag mal, variieren kann. Mhm. Gegen was ist der anfällig? Und das wird dann bestimmt später bei den großen Bossen wichtig, dass man sagt, kann ich das und das einsetzen, nicht? Genau. Wenn es dann heißt, oh, das ist unterlevelt, da, ja. Ja. Glaube ich, hat man dann mehr zu kämpfen. Ja. Das stimmt schon. Also, klar, es würde theoretisch gehen, man kann es machen. Aber ich würde es nicht empfehlen, also da ist jeder hat seine Stärken gut. Im Endgame verlaufen sich die Stärken, weil dann jeder das Sphero-Pad kann, also jeder, mit dem man es gemacht hat. Mhm. Die können dann auch die Stärken der anderen Klassen, wenn man es gut ausgebaut hat, wohlgemerkt. Ja. Ja gut, aber warum soll man immer mit den gleichen Charakteren da was machen? Ja, langweilig, arbeiten? Ne? Also eben, wenn man schon die Auswahl hat, dann soll man ja das auch ein bisschen nutzen und... Mhm, genau. Ist ja auch ein bisschen Abwechslung dabei, nicht immer mit den gleichen. Sehe ich genauso, yep. So, und ich habe sie auch alle wirklich lieb, muss ich sagen. Also es gibt da jetzt nicht wirklich einen Hasscharakter, den ich habe. Das ist selten, eigentlich habe ich fast in jedem FF-Teil einen Hasscharakter. Kommt dann auch keiner mehr? Einer kommt noch. Hasscharakter oder so? Gut, Hasscharakter als nicht spielbarer Charakter gibt's natürlich. Ja, klar, das... Aber in der Gruppe habe ich sie alle lieb. Oh ja, immerhin. Ach, jetzt hat der den getötet, ey. Auron war noch gar nicht dran. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der den killt. Naja. Wie kann er nur? Der arme Auron. Er darf einmal nicht mitleveln. Nein, das schafft er schon irgendwie. Ist da in der Ecke was? Nö. Okay. Sind das da hinten Häuser oder Berge? Ich... Kannst nicht so kennen. Wenn die Offensive beginnt, werde ich an der Front kämpfen. Für diesen Tag habe ich ein hartes Training absolviert.
Okay. Das da hinten, ja, das ist so Teil, ich glaube, da kriegt man auch noch was dazu gesagt, das sind noch so Ruinenreste, was da so rumliegt. Okay. Und das auf der Straße ist nochmal was ganz anderes, da kommen wir bald hin. Wenn uns die Gegner lassen, ja. Wenn sie uns lassen würden, ja. Warte mal, nee, das ist dumm, ich werde erstmal den Klopper da verkloppen. Genau. So, diesmal bin ich vorsichtiger. Ja, man lernt dazu, also... Auf jeden Fall, ja. Kein Tod ist umsonst. So, jetzt nur noch einer da, jetzt fühle ich mich schon sicherer. Gut, das ist der beste Zeitpunkt, um Yuna zu holen. Die kann nämlich dann mal wieder ein bisschen Vita raushauen. Ja, ich meine, der Schaden von den Gegnern ist ja auch gar nicht mal so ohne, also... Ja. Besonders so zu dritt oder so, man muss natürlich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall, ja. Kann schnell gehen. So, weil jetzt ist zum Beispiel... Ja gut, Lulu kann ihm erstmal den Rest geben. Lululu. So. Okay. Und da ist die Geschichte. Sehr schön. So. Ja, haben wir eigentlich schon von deinem Kanal heute gesprochen, was momentan so ansteht? Hast du eigentlich mal so ein Rollenspiel in Planung? Oder weil bisher war da noch kein Rollenspiel, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Noch nicht, nein. Ich habe da auch schon... muss ich still sein? Ja. Okay. Oder? Ne, die gehen. Ich glaube, du kannst weiterreden. Jetzt haben sie uns gesehen. Obwohl, da ist noch einer. Moment. Ich gebe dir das dafür, dass du nicht weiter... dafür sagst du nicht weiter, dass ich gezittert habe. Ich habe gar nicht gesehen, dass er gezittert hat, aber gut, danke. Jetzt kannst du fortfahren. ja, Rollenspiele, denke ich mal, kann man sich ja, kann man auch mal machen. Also habe ich auch geplant. Mhm. Und ja, ich hätte da sogar eben auch mal geplant, vielleicht mal sowas wie Final Fantasy 7 oder Teil 8 einfach mal zu bringen. Mhm, okay. Das würde mich auch mal reizen. Und muss ich auch dazu sagen, dass ich diese Teile auch nicht mehr so wirklich gut kenne. Ah, also, sag mal, Final Fantasy 8, ja, da habe ich schon auch bei dir geguckt, das Let's Play. Mhm. Aber ich meine, das ist ja zum einen auch schon wieder ein gutes Stück länger her. Mhm. Und ich habe da auch nicht so aktiv geguckt, glaube ich. Ja. Also für mich wird das doch dann etwas Neuland sein. Aber ich denke mal, so ein paar Rollenspiele oder hin und wieder mal so ein Rollenspiel, also ich glaube, das tut jedem Kanal gut. Hm? Möchte ich auf jeden Fall auch irgendwie mal bringen, wenn es da was gibt, was mir gefällt. Ja, das klingt doch super. Also da freue ich mich schon drauf. Oh, Titus könnte mal sein Ding raushauen. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Ja, und eben da vielleicht, denke ich mal, kann man es auch bringen, dass ich eben auch mal irgendwie Gäste oder so einlade. Hm? Also mal gucken, vielleicht kriege ich dich auch irgendwann mal auf meinen Kanal. Ja, garantiert. Ich bin dabei. Mhm. Boah, das Vieh will nicht sterben, ey. Ja, und ich hoffe ja sowieso, dass irgendwann auch mal die Zeit kommt, dass ich einfach ein bisschen mehr, ja, eben Platz habe zum Aufnehmen und so. Mhm. Und dann kommt dann einfach noch nicht so viel, aber naja, man hat ja noch Zeit. Es ist ja nur ein Hobby. Genau. Das sollte es auch immer bleiben, ja. Genau. So. Könnte das Vieh bitte mal sterben? Das wäre sehr nett. Danke. Aber er greift immerhin nicht so wirklich an, also... Ja, er ist nicht einer der schnellsten zum Glück. Ich muss auch gar nicht. Aber gut, er gibt mir Ability, dafür habe ich ihn ja eigentlich lieb. So, was ist denn jetzt mit der Karawane da? Kann ich mal mit euch reden, oder? Oder fahrt ihr gleich wieder weg? Gegner halten mich auf. Ja, das ist natürlich hier auf dieser Straße wirklich sehr verseucht, muss man ja zugeben. Aber man muss ja einfach mitnehmen. Wenn ich jetzt allein wäre, hätte ich ja natürlich die meisten rausgeschnitten, aber wie gesagt, das tue ich mir ja beim Gast nicht an. Das wäre ja eine Quälerei. Ja, das glaube ich. So, noch einer. Dann haben wir mal Lulu. Soll sich mal eben selbst heilen. Ja, und deine Ekstasen sparst du dir jetzt wieder an für irgendwelche gefährlichen Gegner. Notfälle oder Bosse. Das ist der Plan. Das machen nicht viele. Viele hauen das immer sofort raus. Aber wie gesagt, das mal raushauen tust du nur bei
Titus, weil er es halt braucht für seinen Ekstase-Typ. Da fällt mir ein, wir haben schon einen neuen Ekstase-Typ. Ihr wisst ja noch gar nicht, was das ist, also die Leute, die das Spiel nicht kennen. Ich zeige euch das, sobald wir mal einen Speicherpunkt finden, denn eigentlich würde ich den Part auch gerne mal zu Ende bringen. Ich habe nämlich gleich noch einen Livestream, also... Yay, Resi! Yay, großer Spezial-Livestream. Na gut, wenn er das sieht, dann ist er schon vorbei. Aber es wird ja noch einer folgen, weil durchschaffen wir es nicht, so viel ist sicher. Genau. Ja, sind ja dann... Wir sind ja heute im zweiten von dreien, denke ich mal, wenn es gut läuft, ja. Ja, denke ich auch. Sollte eigentlich zu schaffen sein. Genau. So, stehen sie wieder rum. Hier sind viele Monster. Nimm das und pass auf dich auf. High Potion, danke, die brauche ich sogar. Die jungen Soldaten sind vom Sieg überzeugt. Aber wir Älteren mit Erfahrung sehen das etwas skeptischer. Jo, da hinten geht's noch rein. Oh, das ist noch so groß hier. Die Zeit, sie läuft mir weg. So. Allerdings. Na gut, ich werde jetzt einen Notfallplan machen, Leute. Ich werde jetzt von den Gegnern fliehen, aber ich werde nachleveln. Das mache ich jetzt ausnahmsweise, weil ich speichern muss. Ganz einfach. Ich habe einen Livestream. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wie gesagt, all die Gegner, die ihr jetzt seht, die werde ich dann offline nochmal bekämpfen. Und wir gehen ein jetzt im etwas schnellerem Tempo zu einem... Jawohl, das ist jetzt halt ein kleiner Ausnahmezustand. Normalerweise ist das bei mir nicht so eng. Ausnahmezustand, ja. Deswegen, die Chaoten warten auch, weil ich weiß, die haben ein längeres Gespräch mit mir vor. Ich renne jetzt einfach ein bisschen durch. Ja, wenn ich es dürfte. Entschuldigung! Oh, die wissen nicht, was Livestream ist. Ja. Hey, we saw the game! You guys were great! Congratulations, Waka. Hey, stop loafing around. The Lady Summoner and her guardians... This mission requires our full attention. We've no time to waste. Understood? Yes, ma'am. Apologies, ma'am. Carry on. See, keep your head down, say sir a lot, and you'll do fine. Right, sir. Hey, Yuna. Even though Yevon rejected us, we still believe in you. That won't ever change. Thank you, Sir Luzu, Sir Gada. But, you know, it's not too late for you to go back to Bisade and... We should be going, sir. Ja, immer wieder lustig mit den beiden. So, die anderen lasse ich aber wirklich da stehen. Ich weiß, mit denen kann man ein interessantes Gespräch führen. Machen wir dann auch noch das nächste Mal. Tja, wenn sie uns denn gehen lassen. Ja. Ich glaube, die sind nicht so hartnäckig wie die beiden. Hm? Da laufe ich einfach mal rotzfrisch vorbei. Die Kiste da hinten nehme ich natürlich noch. So eilig kann man es jetzt auch nicht. Ja, denken sich die Gegner wohl auch. Ja. Aber wir haben ja zum Glück unsere und tschüss Skill, der hundertprozentige Flucht versichert. Tja, gerade hier brauchbar. Ach, das gibt's nicht. Wollen alle mit uns reden? I only meant to. Are you all right? Lady Summoner? Yes, I am Yuna. It is an honor, my lady. My name is Shalinda. I am a disciple of Yevon. What was all that about? The Crusaders operation? You mean the one Gata and Luzu were talking about? Hmm. I heard they were to use forbidden machina. I had to stop them. Huh? Why? The use of machina is strictly forbidden by the Yevon priesthood. That's bad, yeah? Let them use whatever they want. They still won't defeat Sin. But it's not about defeating Sin. The teachings of Yevon must be upheld. Yeah, right. But you don't understand.
The Crusaders won't even listen to me. And it's all because I'm just a lowly acolyte. Don't say that. Well, I haven't been a summoner for very long myself, you see. Still, I can't put myself down every time I fail. People are depending on me. They're depending on both of us. Yes. Yes, you're right, my lady. Absolutely right. Thank you so much, Lady Yuna. Now, I feel I have the courage to finish my training. Schön. Die haben wir glücklich gemacht. Warte mal. Steht jetzt nicht. Na, schade. Ich dachte, die heilt uns. Ich glaube, du bist zurückgekehrt. So, ich bin auch wieder zurück, ja. Wunderbar. So, ich hoffe, dass da hinten jetzt der Speicherpunkt kommt. Augentropfen, sehr schön. Wäre wünschenswert, ja. So, da jeder doch zwangsweise mit einem sprechen wollte, haben wir jetzt natürlich doch nichts verpasst. Ich werde trotzdem ein paar Gegner nachholen, die wir jetzt übersprungen haben. But this isn't our bed shop. Is that a problem? They don't believe in Yevon. And in Luca, they kidnapped Yuna. Where were her guardians? Oh. Sir Orin's just concerned about your health. I'm not tired one bit. Well, I am. Ach, Orin. Den kann man nur mögen. Jo, Albedchop hin oder her. Ich bin froh, dass er da ist. Und ich mag den eigentlich. As if I could sleep. Tja, Titus, das kannst du dich das nächste Mal fragen. Jetzt wird gespeichert. Ich bedanke mich, dass du bei dem etwas längeren Part hier dabei warst. Sorry nochmal, Leute, dass ich ein bisschen rumgehetzt habe. Aber wie gesagt, ich gehe in 7 Minuten streamen, deswegen. So. So ist es. In dem Sinne, gemächlicher geht es dann das nächste Mal wieder weiter. Danke fürs Dabeisein und natürlich hast du die letzten Worte. Ja, auch von meiner Seite natürlich ein Dankeschön, dass ich hier bei diesem tollen und großen Projekt dabei sein durfte. Der Part, denke ich, kommt auch wieder, wie gewohnt, am Freitag raus. Genau. Okay, ja, dann wünsche ich euch schon mal einen guten Start ins Wochenende und freue dich, wenn es wieder weitergeht bei Final Fantasy X.